Okay, stell mir, du bleibst kurz hier, hältst die Stellung und wir schauen mal rein in Leafront Cave. Was da genau auf uns wartet. Wenn der Kollege gerade am Schlafen ist, wäre es natürlich ideal. Glaube ich aber eher weniger. Too easy. Perfekt. Kriegen ja auch gut was an Loot zusammen, meine Herren. Fundaments of Alchemy. Crystal Ball haben wir ebenfalls. Das ist ein Spellbook, leider nicht. Okay. Die ganzen Arrows müssten eigentlich hier irgendwo rumliegen, aber nicht allzu schlimm. Ups. Oh, I've discovered the journal of the necromancer Kaladin. It appears he has used a magic hourglass called the Sands of Resolve to turn himself into a lich and extend his life indefinitely. The process is not yet complete, however, and the hourglass must remain on Kaladin's person for some time as it contains his life force. If I could remove the Sands of Resolve from Kaladin's possession, perhaps through pickpocketing, he would surely die. Easy. Hier hat man nochmal ein Hourglass. Vielleicht können wir das direkt austauschen. Vielleicht fällt es ihm nicht auf. Ich glaube allerdings schon. Ich kann mal schauen, welche Arrows ich gerade hier equipped habe. Elven Arrows, ja. 7 Damage passt. Verdammt. Bisschen zu lange gezögert. Feel the power! Damn it! Jawohl, sehr gut. Feels good, feels good. Ich glaube, ich bleib mal bei... Ich glaube, das haben uns gerade hier die Tour vermasselt. Bleib hier mal gut bei... Bei der Kaul. Ich habe ein bisschen zu wenig Schaden für meinen Geschmack. Der gute Herr. Sehr gut. Sollte er uns treffen, auch kein Problem. Wir haben ja Reflect Damage. Knapp 22% mittlerweile. Genau. Sehr gut. So, das Ganze mal wieder auf clevere Art und Weise. Da hinten könnte sogar schon unser Herr Necromancer lauern. Da hinten das. Definitiv die leichteste Gegnerart mittlerweile. Ja, diese Flash-Zombies, weil sie einfach nicht nah genug an einen rankommen können. Wenn wir auf dem Weg zu ihm beginnen, so wie es gerade aussieht, sonst niemanden haben, dann ist es extrem leicht. Weil ich glaube, so wie das gerade jetzt aussieht von der Aura her, scheint der Kollege gerade im Tiefschlaf zu sein. Der ist sehr interessant verändert. Der scheint im Tiefschlaf zu sein. Ist aber nichts, ein Geist. Ja, dachten wir schon. War ein Versuch wert. Gut. Sehr schön. Aber ja, ich sehe es gerade am Waymarker, dass der Kollege gar nicht hier in der Area ist.
Hätte man auch da aufkommen können. Ektoplasm nehme ich gerne an mich. Also zumindest schon gut vorbereitet, der Kollege mit den ganzen Coffins, die er hier aufgestellt hat. Immerhin. Wir haben hier keine Gegner mehr in der Nähe. Moment. Scheint aber den richtigen Weg zu gehen, ja. Da war irgendeine Falle anscheinend. Und hier ist irgendwas... Irgendwas Teures hier hinter vielleicht, wenn wir Glück haben. Greater Soul Gem gefüllt, okay. Okay. Sonst nichts, das war alles. Das scheint er eventuell zu sein, ne? Dann schauen wir mal, wie wir das regeln. Also er ist noch kein Lich, aber er ist auf dem besten Weg, ein Lich zu werden. So wie ich das verstanden habe. Leafrot... Jenkins. Okay. Na gut, ich glaube, den müssen wir gar nicht mehr checken, weil... Loot-technisch ist das, glaube ich, nicht so gut. Gibt es irgendwie einen Weg, der ein bisschen mehr sneaky ist? Wahrscheinlich nicht, ja? Gali. Okay, kann man mal schauen. Ich weiß nicht, habe ich gar nicht drauf geachtet? Nee. Ich wollte sagen, ob der Kollege oder wer auch immer da patrouilliert hier überhaupt reinkommt, aber anscheinend nicht. Keine Sorge, jetzt. Just a ghost. Okay. Mit was haben wir uns damit zu tun? Okay, Standard Necromancer. Alright then. Perfekt. Okay. Kaladin is dead. I must pick up my reward and next contract at the dead drop located in an old sack hidden in the bushes beneath the great oak in the city of Coral. Das war... Das... Okay. Alles klar. Und hier ist nicht mehr, oder wie? Das ist... Dafür, dass es irgendwie die 8. Quest oder so der... Dark Brotherhood ist, es ist ein bisschen mickrig, oder? Also im Sinne von Difficulty auch. Das war ja gar nichts. Ein bisschen Gold haben wir ja auch, aber ansonsten nicht wirklich was. Und wirklich weit kam er mit seiner Necromancy ja auch nicht. Okay, da hatte ich in dem Fall mit mehr gerechnet. Ach, dachte ich war der Bear Trap, aber anscheinend nicht. Anscheinend gibt es ja auch noch einen Weg nach... Ja, aha! Aha! Ah, da hätte ich mir schon denken können. Es gibt ja auch ein... anderen Eingang. Oh, hi. Den Kollegen scheine ich ganz übersehen zu haben. Goodie. Upsa. Ektoplasm. Und dann steigen wir natürlich auf unser getreues Ross. Jawoll, Shadowbeer! Also sehr gut gemacht. Ich danke dir für deine Kooperation, mein treues Ross. Okay, nächster Deaddrop ist direkt in der Stadt von Coral. Ich glaube, unser Horse wird, glaube ich, geparkt vor den Stadttoren, wenn mich nicht alles täuscht. You're wanted dead or alive, Gre- Oh, ach so. Ja. I'll make- Moment. Ganz vergessen. Genau, jetzt haben wir nämlich einen kleinen Bug. Dass die Kollegen mich trotzdem weiterhin angreifen. Mal schauen.
Okay, nee, das laden wir definitiv. Als ob hier jemand mein Pferd angreift. Ich glaube, mein Pferd pfeift. Okay. Ja, das komme ich normalerweise, wenn ich dann das dequippe, müsste eigentlich... Ich weiß nicht, ich wollte nochmal auf die Bounty schauen, aber naja. Ist ja nicht weiter schlimm. Ach stimmt, gab es in Coral nicht das... Dieses zusammengefallene Haus? Stable outside the city gate, ja, genau. Also direkt hinter uns, haben wir auch gesehen, ist, gute Shadow Mir. Ach, hier, ne? Wahrscheinlich, ne? Ja. Moment, wo genau? In the bushes, beneath the great oak. Hier. Jawohl. Und direkt die 500 Gold. I have picked up my reward and received my next contract. I must kill every member of the Draconis family. Parena Draconis, Matthias Draconis, Andreas Draconis, Sibylla Draconis, and Kalia Draconis. Another location of only the family matron, Perenia Draconis, who can be found on the farm known as Apple Watch. I should head to the Apple Watch, find out as much information as I can on the locations of the other family members, and then systematically kill them all. Okay. Okay, das ist definitiv doable. Ist hier direkt in Bruma. Das heißt, wir gehen kurz zu den Stables, dass ich auch mein treues Ross wieder mit dabei habe. Gehen dann direkt Richtung Coral und reiten von da aus Richtung Apple Watch. Dann kann ich mich sogar noch... Stop! Muss man das Safen wieder angewöhnen. Goddammit, hab ich jetzt... Nee, hier ist es. Jawohl. Achso, ja, kurz vor dem Fast Travel. Aber das war doch Shadow Mir, oder? Ach, hier ist Shadow Mir. Was war das denn gerade für ein Pferd? Ich meine, es stand außerhalb. Naja, egal. Daran kann ich mich tatsächlich noch grob erinnern. Wir gehen mal Richtung Cloudwater Temple. Da steigen wir auch nicht direkt vom Pferd ab, wobei wir ja auch vollen Damage nehmen. Und es kann auch sein, dass Shadow Mir durch vollen Damage natürlich kaputt geht. Aber dann spawnt das einfach wieder vor Lucien Lechances kleinem Dungeon der Liebe. Ich kann mich grob dran erinnern tatsächlich. Kann ich mir ein Spell casten? Ne, kann ich leider nicht. Schade, dass es auch kein Pferd-Combat gibt. Das heißt, ich einfach auf dem Pferd bleibe und dann eben einfach drauf zuschlage. Das geht ja leider auch nicht, aber naja. Naja. Wir haben mal Bruma, glaube ich, direkt, genau. Wobei Cloudroller Temple ja so gesehen mehr oder weniger auch mit zu Bruma natürlich dazugehört. Und wir könnten schon mit der Main Quest weitermachen, indem wir das große Oblivion Gates spawnen, aber machen wir natürlich nicht. Wir gehen in die einzelnen, sobald wir die Dark Brotherhood Guild abgeschlossen haben, will ich mir sowieso mal die Mages Guild anschauen. Ich weiß genau, dass in der Nähe von Apple Watch auch noch ein Oblivion Gate war. Und Wildlife. Eigentlich sollte ich jetzt gerade... Okay, alles klar. Absteigen wollte ich sagen. Okay, nicht schlecht, Shadow Mir. War aber beeindruckend. Okay, absteigen klappt jetzt auch. Keine Ahnung, was da jetzt gerade das Problem war. Aber gut, das war ein Dog. Irgendwas ist jetzt gerade hier ganz komisch. Naja. Aber ja, in der Nähe war ein Oblivion Gate, das weiß ich definitiv noch. Und mehr gesprochen, die Quest, kann ich mich ganz grob noch dran erinnern. Aber das war's dann auch schon, also wirklich nur... Nicht komplett. So viel weiß ich auf jeden Fall. So, Bäcker ist sie, glaube ich, nicht. Oh, hallo da. I'm sorry, you startled me. My nerves get rattled rather easily these days, I'm afraid. Living alone will do that to you. Now, is there something I can help you with? Say nothing? Yeah. I'm looking for your children. You and your children must die. Looking for your children. My children? Whatever for? Oh. Oh dear. Excuse an old woman's stupidity. You're here to pick up my gift list. Ja, natürlich. Using your gift service was the smartest thing I've ever done. My children are spread across Cyrodiil, and it's so hard to shop for them all. Kein Problem.
Bald musst du das gar nicht mehr machen. Though I dare say they're not so little anymore. They grow up so fast, I swear. Naja. You'll notice that the list gives each child's location and some suggestions for gifts. Oh, and here's the gold I'm supposed to give you. Ah, können wir das ebenfalls mit übernehmen? Those children are so dear to me, and I'd really like you to get them something special. Thanks again. Okay, das war leichter als ich dachte. Oh, back again. I don't know what else you could need. I gave you the list. That should tell you where you can find my children and what they want. Now please, make sure my gifts get to the children. I'm counting on you. Hmm. Prescinda Draconis has given me a document that lists the locations of all the members of her family. She thought I was the delivery person she hired to buy gifts for her children. I will buy gifts. I will instead use the list to find and slay each family member. I should start with Perenia herself, then I must kill Matthias Draconis in the Talos Plaza district in the Imperial City, Andreas Draconis in the Drunken Dragon Inn, Sibilia Draconis in Muck Valley Cavern and Sedia Draconis in Castle... Oh, Castle Leowin, das wird natürlich ein bisschen problematisch. Okay, genau, fangen wir mit ihr an. Das wird somit das Leichteste, glaube ich, sein. Nicht vergessen zu safen. Schauen, dass wir hier nicht... gesehen werden allerdings, sonst könnte das eventuell in eine Bounty münden und in keinen Bonus. Critical Strike. Aber ich glaube, müsste auch ein Insta-Kill sein, auch wenn sie uns sieht, glaube ich. Jesus Christ. Wer sieht uns denn hier? Moment. Damit geht die Bounty natürlich auch direkt zum Grey Fox. Gibt's doch nicht. Vor allem ist hier das fucking Oblivion Gate direkt in der Nähe. Ugh. Okay, wenn wir Glück haben, ziehen wir die Aggro von ein paar Oblivion-Kreaturen und die kümmern sich um sie für uns. Wobei ich nicht weiß, ob die aggro-technisch da wirklich dran interessiert sind. Dachte, da rechts ja noch irgendwas. Das darf doch nicht wahr sein. Ah, Moment, warum mach ich's mir eigentlich so leicht? So schwer. Ich warte einfach... Ne, Moment, ja, das auf jeden Fall nicht. Ich warte ein bisschen länger. Was jetzt wegen diesem verdammten Flame Atronach natürlich nicht funktioniert. Das ist nicht nearby, dann ist es ziemlich weit weg. Gibt's noch nicht hin. Zephyr hat nochmal hier. Und zwar warten wir einfach, bis es ein bisschen später am Tage ist. Irgendwann muss ich ja ins Bett gehen. Und dann schnappen wir sie uns einfach so. Lockpicking ist ja kein Problem für uns. Das sollte ungefähr reichen. Hat auch nicht mal einen Lock. Umso besser. Jawohl. Jesus Christ, okay, die Kollegin hält ordentlich was aus. What? Okay, nicht schlecht. Oh. Sehr gut. Gab das eine Bounty? Das gab eine Bounty. Wie hält ihr denn aber auch so viel aus? Wie hält ihr denn aber auch so viel aus? Ha. Aber ich bin ziemlich sicher, das war ein Insta-Kill normalerweise. Auch habe ich noch, das wäre auch eine Möglichkeit, hier diese Poisoned Apples. Habe ich sogar noch. Nehme ich aber eventuell, glaube ich, ich habe die schwerste, wird wahrscheinlich die im Castle Leowin sein, da benutze ich den Apple für die Kollegin. Hier, ich glaube, sobald ich die Cowl anhabe, sollte das eigentlich als Bounty für den Grey Fox zählen, deswegen sollten wir da eigentlich keine Probleme haben. Ich habe einen fucking Elven Arrow benutzt. Und tschüss, Jake. Okay, fast.
By the gods, there's a psychopath on the loose. Run away! Nah, who is he? Okay, sehr gut. Okay, wenn ich jetzt das Ding dequippe. Schauen wir mal. Sehr gut. Keine Bounty. Die Kollegin haben wir. Ansonsten hat sie aber auch nichts, was wir irgendwie gebrauchen könnten. Goodie. Goodie, 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 goodie. Apropos Goodie. Können wir schauen, ob wir hier ein paar Goodies haben. Nope. Wir lassen aber auch eine alte Frau hier mitten im Nirgendwo überhaupt leben, meinst du? Chihuahua hätten wir da. Dem Hund gibt sie Gold. Okay. Braucht anscheinend nichts zu essen. Alles klar. Alright then. So, damit hätten wir das. Ich würde sagen, wir machen die Kollegin in Castle Leowin als... Oder wo war's? Leowin? Chaitenhall? Eins davon. Direkt als nächstes geben ihr, wie gesagt, die... Castle Leowin, genau. Machen wir die. Okay, die Kollegin wird, glaube ich, ziemlich leicht, weil sie einfach in einem Dungeon ist, den wir anscheinend vorher... ist in der Nähe von Veruminias Shrine, was ganz okay ist. Mein Leowin war hier hinten. Oder nicht? Ne, Chaitenhall. Ne, Leowin, da haben wir es.